Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute in meiner Werkstatt, damit ihr mich wieder ein Stück beim Bau meiner Barockkommode begleiten könnt. Jetzt geht es darum, ich hatte ja schon mal am Anfang dieses Bild gezeigt, dieses Motiv, das ist oben auf dem Deckel drauf, dieses Intarsien-Motiv. Und dieser große Deckel, der sich ja öffnen lässt wie bei einer Truhe, der muss jetzt ausgeschnitten werden. Also ich habe das klar aufgelegt, nachgezeichnet, erstmal die äußeren Konturen und die säge ich jetzt mit der Schweifsäge aus. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt gerade beim Schweifen. Ein ganzes Stück habe ich schon gemacht, gesägt. Jetzt geht es also weiter hier. Jetzt brauche ich erstmal eine schöne glatte Kante. Hier üben habe ich schon angefangen. Jetzt mache ich hier weiter. Außenrum soll das mit so einer Kante abgesetzt werden. Die muss ich jetzt anzeichnen. An Außenrundungen und an Geraden kann ich das ja mit meinem Streichmaß machen. Das mache ich jetzt auch. Und an den wenigen Stellen, wo ich Innenrundungen habe, dann muss ich das irgendwie mit einem Bleistift und dann mit der Reißnadel oder mit einem Messer nachzeichnen. Das sind 13 mm. Ich habe eben kein anderes Streichmaß außer dieses selbstgebaute. Das muss gehen. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, wie ich die Kante ausarbeite. Mit dem Falzhobel geht es nicht. Aber da fällt mir schon noch was ein. So, ja, 5 mm will ich da wegnehmen und den Rest abrunden. So, und jetzt will ich mal sehen, dass ich die nachschneiden kann. Ja, das geht doch. So, in den Außenrundungsbereichen, so wie hier hinten das Stück gerade, das sieht man jetzt nicht, nehme ich meinen Falzhobel und hobel das an, dass ich hier erstmal eine Kante habe. Und dann werde ich versuchen, mit
einen kleinen Fräser am Dremel und so einen Ständer hier lang zu fahren und dann die 5 mm, die ich hier erstmal Absatz haben will, wegzufräsen. Nachdem ich das mit dem Fräser ausprobiert habe an der Kante und das nicht so richtig gut ging, bin ich jetzt dabei, na, wo habe ich es hier, das mit dem Stechbeitel hier. Zu machen. Und das geht ganz gut. So, der Anfang ist gemacht. Die ersten paar Millimeter sind weg und jetzt muss ich nur noch auf Tiefe arbeiten. Der Falz von 5 mm Tiefe ist jetzt rundherum angearbeitet und jetzt nehme ich an für sich 4 verschiedene Werkzeuge, um hier die Rundung noch anzubringen. Einmal habe ich hier so einen kleinen Hobel. Den benutze ich, dann das Werkzeug, mal von der anderen Seite, ich merke mir nie, wie es heißt. Je nachdem, das wechselt also ständig, Stechbeitel, um hier was wegzunehmen. Dann habe ich hier so eine japanische Bildhauerraspel. Halt, da muss ich mal andersrum. Dann hier so eine japanische Bildhauerraspel. Die. Ja, und zum Schluss das gute alte Schleifpapier. So, und so geht das jetzt rundherum, bis ich eine richtig schöne, gleichmäßige, hier so einen gleichmäßigen, runden Abschluss habe. Seit meiner letzten Aufnahme, die ihr jetzt gerade gesehen habt, ist ungefähr eine gute Woche vergangen. Und ich habe in dieser Zeit diese Platte in Form gebracht und auch furniert. Habe das Intarsienbild aufgebracht, die Intarsienoberfläche. Und so sieht das aus jetzt. Ich habe keine Kamera dazu angemacht. Das war so schon komplex genug. Und jetzt weiß ich schon nicht, ob ich es eben schon mal gesagt habe. Also
In der Woche habe ich natürlich nicht ganz täglich dran gearbeitet, aber so 20 bis 25 Stunden werden schon zusammengekommen sein. Ja, denn das Furnieren habe ich ja schon mal in den Schubkastenfronten gezeigt. Was jetzt noch gemacht werden muss, sind die gerundeten Kanten. Ich zeige es nochmal hier aus der Nähe, wo ich hier schon angefangen habe. Das ist nochmal eine aufwendige Arbeit, weil das nicht in einem Arbeitsgang gemacht werden kann. Und ich zeige jetzt mal im Anschluss, wie ich da vorgehe. Zuerst muss ich die Streifen, die ich hier schon vorbereitet habe, und hier habe ich auch noch ein Stück, was noch in Streifen geschnitten werden muss, muss ich die, das ist schon weiches Furnier und schön biegsam, aber ich muss es noch weich bügeln. So kriege ich das nicht dran. Gut, jetzt werde ich mir hier mal ein Stück bis hierher zurechtschneiden. So, das ist das erste Stück. Jetzt kommt Leim ans Holz und Leim ans Furnier. Gut, jetzt reibe ich das etwas an. Kann man das sehen? Hier habe ich so ein altes Stück von Sägeblatt. Damit kann ich das schön in die Ecke reindrücken. Und das war es eigentlich auch schon für den ersten Arbeitsgang, denn das muss jetzt fest werden, bevor ich das rumziehen kann. Wieder Leim. So, jetzt ist das über Nacht fest geworden, sind jetzt vielleicht 12 Stunden später, also morgens. Gestern Abend habe ich das angeleimt und jetzt ist der Leim trocken. Hier oben ist es richtig fest und kann nicht passieren, wenn ich das jetzt rumbügel, dass mir das hier oben wieder abreißt. Die schwierigen Stellen sind jetzt die Überlappungen, weil hier mache ich einen Doppelschnitt und das ist ja alles schon fest. Und ich muss das also wieder mit Feuchtigkeit und Wärme lösen, um vom Doppelschnitt das untere Stück entfernen zu können. Mal sehen, ob ich das jetzt mit der Kamera einfangen kann. Also, geht los.
Wenn ich das jetzt noch später mache, also erst heute Abend oder gar morgen, dann ist der Leim in der Zwischenzeit noch fester und diese Doppelschnitte mit dem Entfernen des unteren Teils wird natürlich noch schwieriger. Deswegen muss das in der zeitlichen Abfolge ungefähr passieren, in dem zeitlichen Rahmen. So, dann wollen wir mal sehen. So, das obere Teil, kein Problem. Aber jetzt den unteren Streifen, das ist jetzt schon richtig fest. Jetzt muss ich das nochmal lösen. Vielleicht geht es auch anders. Ich wüsste es aber nicht. Wenn ich das vorher zurechtschneiden will, das würde nie passen, hundertprozentig. So, mal gucken, ob jetzt das weich genug ist. Jawohl, das löst sich schon mal. Und jetzt den unteren Streifen hier raustrennen. Da habe ich ihn. Und jetzt muss das natürlich wieder ran. Da ist noch genug Leim drunter, der das wieder fixiert und klebt. So, erste Überlappung, jetzt kommt die nächste dran. So, da bin ich nochmal. Ich habe inzwischen die Kanten umgezogen und angeleimt mit meiner Methode, mit dem Bügeleisen, und so sieht das jetzt erstmal aus. Muss noch verschliffen werden, und dann kommt noch dazu, dass nicht immer, ich versuche das mal hier zu zeigen, nicht immer die Fugen geschlossen sind. Trotz Doppelschnitt und hat sich das Furnier dann beim Trocknen noch etwas zusammengezogen. Oder hier, seht ihr, hier blättert gerade was ab. Oder hier kleine Risse drin. Und die werde ich noch bearbeiten, indem ich ganz dünne Adern schneide und die dort einsetze. Oder bei den Rissen kleine Keile. Aber es ist ja noch nicht alles. Die Platte, die Deckplatte wird ja irgendwann geöffnet und die Rückseite oder Unterseite darf ja dann nicht so aussehen. Die soll ja auch ein schönes Bild geben. Ja, und da muss dann auch noch was drauf. Nicht ganz so aufwendig, aber schön. Gut. Ich verabschiede mich jetzt für dieses Video, und ich habe schon im Hinterkopf, das nächste wird ein recht kurzes werden, mal ein Zwischenstand, denn ich habe auch schon weitergearbeitet, und da will ich dann mal das Ergebnis zeigen.